Und ich bin raus mit brandneuen Bremsbelägen. Deswegen fehlt hier auch der Zeltboden, damit das alles schön plan ist. Ja, und jetzt, wie gesagt, letzte Session hatten wir Throttle Error. Wir haben das auf Band. Du tust einen neuen Film rein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nächste wieder ist der Film vor. Ja, du Wobbler, steh's heiß hier drin. Oh, boah, ist es so warm. Junge, du klatsch. Und mit dem Brillanten. Gut in Österreich angekommen? Schlau Sommernito Fisch. Ja, wunderbar. Nice travel. Das einzige Problem war ein bisschen Starkregen. Weil mit den Semislicks. Schwierig. Auf dem neuen Kfz. Auf dem neuen Kfz, ja. Aber war eine tolle Reise. Ich war ja kurz beim Herrn Abt zu Besuch, er hat sich vorzüglich gekümmert, beziehungsweise der Tobi hat sich gekümmert. Es gab Trüffelnudeln für den Düsseldorfer mit Rinderfiletstreifen. Hat es gemundet? War ein Traum, also ein Gedicht. Der überlebte. Tolle Reise, 1500 Kilometer. Geknackt heißt der Apparat ist eingefahren. Video kommt, oh, da kommt Video. Ich sag euch, mit dem Auto werden wir einen Spaß haben. Daniel ist eine Runde gefahren. Mit meinem Apparat. Fand er sehr gut. Er überlegt jetzt, ob er seinen GT2 anzünden soll oder in Zahlung geben soll. Kann ich verstehen. Und jetzt geht's ins Testen. Es ist ein bisschen ungerecht, weil echt alle waren hier schon testen, tagelang. Ayan Can gerade erst letzte Woche. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo es lang geht. Ne? Erstmal richtig abbiegen, rechts und links. Gerade auch der Helm umgebaut. Jetzt geht's los. Das ist die Freude, die aus mir spricht. Good morning! Guten Morgen. Which words have you learned today? I forget already, but not nice. Eh? So it's your second, third time at the racetrack? Here? Yeah. More, okay. John, short question. Where's the Red Bull I've ordered? It's in Lechner Racing. Ah, wrong company. Slowly. Tja, Robert, da tut mir total leid. Dann setz dich jetzt mal bitte in deinen Wagen, ja, und bring den Red Bull rüber. Mann, wo? Morgen. Mr. Superstar. Habt ihr schon wieder versaute Sachen gemacht? Ja. Oh Mann, und ich war es. Was steht bei dir heute am Programm? Heute, also erstmal. Kannst du dich vielleicht erstmal hinstellen wie ein normaler Mensch? So wie der Chan immer auf dem Podium. Ja, genau. Was haben wir heute? Der Teammanager Meeting Masters, Carrera Cup, Abner, Dokumenten, Lizenzen, Checkdingsbums, Carrera Cup Masters. Kann ich eigentlich noch einen Nachtrag zum letzten Wochenende machen? Ich gucke ja, auf die Videos jetzt immer. Schneller Nachtrag. Ich weiß jetzt, warum wir wieder umbauen mussten. Also mit der BOP hatten wir ja im Video. Ja. Und zwar ist irgendjemand hat rausgefunden, dass die BOP an einem Rennwochenende, also wenn es eine ADAC-Veranstaltung ist, nur geändert werden darf, wenn schon eine Session gefahren wurde. Guten Morgen. Ja, warte. Wusstest du das nicht? Nee. Ja, du ja auch nicht. Hättest du was gesagt. Ja, hab ich doch. Hast du nicht? Ja, sicher. Im letzten Video hast du nicht gesagt, du weißt, warum das umgebaut wurde. Was? In was? Im letzten Video? 24 Stunden. Ich höre dich so schlecht. Ja, ach komm, geh raus. Wir haben das auf Band. So, auf jeden... Band vor allen Dingen. Wir haben das auf Band. Hör mal, Sandro, tust du einen neuen Film rein? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da stehst du wieder, ist der Film voll. Ja. Ich sag das immer, ich bin ja auch. Man darf die BOP nur ändern, wenn schon die erste Session gefahren wurde. Die wurde aber noch nicht gefahren. Deswegen musste das wieder zurückgebaut werden und das Gewicht ist drin geblieben aus zeittechnischen Gründen. Dann sind wir gefahren und haben wir danach die BOP-Anpassung gekriegt und dann war alles gut. Das heißt, ich hol dir die Ohren voll. Ich muss das dann wieder ausbaden, weil das aussieht wie hingekotzt und hingeschissen. Was ist da los? Wir haben Beziehungs-Dings. Ja, guck, das passt richtig. Hier passt. Das passt. Genau, und die nichts zahlen, die kommen da ganz oben. Ihr habt das verstanden. Ey. Wie war die Session? Scheiße. Ja, vorher habe ich im Kies geparkt, jetzt die Session war komisch, weil
Mein Auto ist einfach ausgegangen. Da stand da irgendwas von. Was stand da nochmal? Throttle. Ja, Throttle Error. Throttle Error. Ein Throttle Error. Und da habe ich erst gedacht, du wärst im Auto. Was, alles gut? Nein, sowas machen. Hört auf, bitte einfach aufhören. Einfach lassen. Nein. Kommst du alles gut? Ja, wenn diese Kinder hier nicht wären, die immer hier rumspielen. Gut, aber man muss die Jugend unterstützen. Ja, und jetzt, wie gesagt, letzte Session hatten wir Throttle Error und dann war die auch sehr kurz. Nur eine vernünftige Runde gefahren und jetzt war alles in der letzten Session regeln. Buongiorno! Wie war die zweite Session, dritte Session, vierte, was auch immer Session? War nicht so geil. Aber guck mal hier, unsere Felgen. Schön, frisches Material. Viel zu viele Rotphasen für Training. Also Unsinn einfach. Aber ist wieder nichts Neues, war in Spa genauso. Genau, das war auch in Oschers Leben so. Morgen wird es laufen, ich weiß das. Was läuft jetzt? Ja, die Jungs machen ein bisschen die Reifen sauber. Weil Ausfahrt nach der Session, die ist so ein bisschen speziell. Ja, und deswegen sehen die Reifen so aus, wie sie aussehen. Deswegen muss der arme Carsten die parat machen wieder. Ja, wird hier wild vermessen. Wir machen ein sogenanntes Set-Down. Heißt also, wir checken nochmal das Setup, indem wir sozusagen den Stand nach dem Fahren nehmen. Machen die Burschen. Haben wir hier auf der Seite diesen Vermessstand. Ihr seht, wie abschüssig das hier ist. Vorne haben wir eine Holzplatte unterliegen, hinten nicht. Ist jetzt komplett in der Waage und wirklich absolut Taco Belly. Das Auto kannst du auch hier jetzt so drauf hin und her schieben auf diesen Platten. Das mache ich jetzt aber nicht, weil sonst kriegst du bestimmt auf den Sack. Deswegen fehlt hier auch der Zeltboden, damit das alles schön plan ist. Und wie gesagt, wird der einmal vermessen. Nochmal quasi, was hat sich verändert? Hat sich vielleicht irgendwas verändert? Can genauso. Und dann ist morgen Angriff angesagt. Morgen ist ein Tag nach meinem Geschmack. Ja? 14 Uhr ein Stündchen fahren und dann wart. Toll. Bis morgen. Tschö. Tschö. Nächste Rennen zum Porsche Carrera Cup Deutschland auf dem Red Bull Ring. Freie Training hat begonnen. Die Strecke ist ein bisschen speziell. Hier geht es berghoch. Du kannst sehr spät bremsen, musst ganz weit nach außen. Track Limit kannst du hier komplett ausnutzen. Du musst vor diesem kleinen orangenen Poller, den ihr da gesehen habt, wieder auf die Strecke, dann ist alles in Ordnung. Das macht das ganze Thema auch schwierig, weil du wirklich darauf achten musst, so gut es geht, das Tracklimit auszunutzen. Wenn das ein anderer ein bisschen besser macht, ist er sofort einige Zehntel schneller. Hier auch wieder bergauf anbremsen, in den ersten Gang, um die Ecke rum, sehr, sehr hässliche Kurve. Ich mag sie gar nicht. Super schwer zu fahren, das Auto da so umzudrehen, dass du ohne Wheelspin vernünftig da rauskommst. Sehr, sehr schwierig. Jetzt geht es hier ein bisschen bergab. Schalten wir runter bis in den zweiten Gang. Du fährst relativ spät rein. Dann hier auf den Curb und schnellstens wieder Feuer. Musst aber aufpassen, dass du nicht im Kies landest. Weil wenn du da mit den Reifen ein bisschen an den Kies kommst, der zieht dich direkt raus. Hier auch wieder so eine hängende Kurve. Musst du gucken, dass du irgendwie nach innen kommst. Auto neigt hier extrem zum Untersteuern. Früh aufs Gas. Berg runter, vierte Gang, dritte zurück. Links den Curb mitnehmen, den brauchst du ein bisschen für die Haftung. Ja, und dann hier versuchst du dich nicht zu weit raustragen zu lassen, das bringt nichts. Jetzt wieder über die Kuppe, mehr oder weniger blind bergab, kurzes Anbremsen, zurück in den vierten Gang, rechts über den Curb und wieder Feuer. Auch hier Track Limit, haben wir ein bisschen Übersteuern gehabt. Und dann hier die hängende Ecke, die letzte rechts, dritte Gang, auf Start und Ziel, auch hier wieder weit raustragen lassen, Track Limit ausnutzen. Sehr kompliziert zu fahren. Espresso Flock, Herr Bach. Sie kommen immer zum ungünstigen Zeitpunkt. Ja, wenn du den ganzen Tag nur Espresso trinkst, ja, dann ist nie zur richtigen Zeit. So, ist die Energie da? Vollgas! Wie war die letzte Trainingssession? Schmeckt? Aber ich merke die Energie. War deutlich besser, wir haben ja sehr viel umgebaut. Hat sehr gut funktioniert. Mein Problem ist die Bremse. Und ich bin raus mit brandneuen Bremsbelägen.
Dann musst du die so zwei, drei Runden anfahren, abkühlen lassen und dann kannst du Feuer machen. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Und da habe ich mir erstmal meine Vorderräder so weit von eckig gebremst. Die sahen so ungefähr aus wie der Flügel. Das ist dann auch Flatspot, ja. Das heißt dann Flatspot. Ja. Das ist so ungefähr so wie hier von Johnny Cicotto die Frisur. Ich muss ihm, glaube ich, gleich mal eine Cap geben. Das geht ja so nicht. Vergasen dann die Bremsen. Nee, aber du musst sie halt vernünftig abkühlen lassen und so weiter. Und dann hast du einen anderen Druckpunkt im Pedal, den musst du erstmal finden. Und das ist natürlich ohne ABS und so unheimlich schwer. Die ganzen Säcke hier waren natürlich 4 Tage testen am Red Bull Ring und wir nicht einmal. Da musst du natürlich schon mal ein bisschen gucken, wo es lang geht. Aber wir haben jetzt im letzten Sting richtig was rausgeholt. Und ich bin guter Dinge. Und außerdem heißt das ja auch Rennfahrer und nicht Trainingsfahrer. Ne? Ja, ich trinke jetzt mal einen Espresso, dann werden wir noch ein bisschen Daten machen. Und der Philipp, der haut euch jetzt einen sensationellen Porn um die Ohren. Ne? Yay! Yeah. Juhu! Nochmal, ich mich freut. I'm just calling to say I